Hallo liebe Leute, heute gibt es ein weiteres Eis von mir und wir machen heute Milchschnitte-Eis. Alle anderen Eisrezepte, die ich schon zubereitet habe für euch, sind in der Infobox verlinkt, richtig lecker. Und ja, 2 Minuten dauert das Rezept, beziehungsweise Zubereitungszeit dauert 2 Minuten und dann müsst ihr natürlich noch kalt stellen, beziehungsweise gefrieren lassen in der Eismaschine oder in der Röhrmethode, die ich in meinem Limetten-Eis mal vorgestellt habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist ein mega leckeres Rezept. Lasst hier ein Abo da für weitere leckere, tolle Eisrezepte oder auch Dessertrezepte von mir. Und ja, ich denke mal, wir starten jetzt am besten und bleibt einfach mal dran, wenn ihr Lust habt. Für dieses easy peasy 2 Minuten Rezept geben wir 250 Gramm Mascarpone in unseren Mixer. Und das ist wirklich die einfachste Art der Herstellung. Dazu geben wir dann 200 Gramm Zucker. Und dann geben wir noch 300 Gramm an Vollmilch dazu. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Milchschnitte. Ich habe mir einen 5er-Pack geholt, aber ich fange jetzt erstmal mit 3 Stück an, weil ich mir gucken möchte, wie die Masse ist. Manchmal mag ich es ein bisschen süßer, manchmal nicht so. Also 3 ist ein Minimum. Ihr dürft euch gerne steigern. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind kleiner als früher. Kann das sein? Und schreibt mir mal eure Lieblings-Eisrezepte in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Dann mache ich mal einige nach den nächsten Monaten. So, und jetzt einfach alles pürieren, bis der Zucker komplett aufgelöst ist und dann können wir eigentlich schon alles in die Eismaschine geben. So. Wie gesagt, jetzt könnt ihr gerne mal probieren, ob das euch milchschnittig genug schmeckt. Mir schon. Und dann werden wir es einfach alles in die Eismaschine geben. So, ich baue mir jetzt meine Eismaschine zusammen und wenn ihr keine Eismaschine habt, könnt ihr diese Masse hier auch nach der Kaltrührmethode aus meinem Limetteneis. Das findet ihr in der Limetteneis in der Infobox verlinkt und ja, das ist wirklich ein super einfaches Rezept dann. Ihr müsst halt nur 20 Minuten mal im Kühlschrank und im Frischschrank durchrühren, aber mit der Eismaschine geht es einfach einfacher. So, das hier ist meine Eismasse und jetzt müssen wir natürlich noch einmal das hier befreien. Ist sehr cremig. Entweder esst ihr das dann sofort oder ihr friert es nochmal ein und lasst es ein bisschen anfestigen. Würde ich sagen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und wenn ihr das ganz einfriert und dann irgendwie mal für eure Freunde, Familie, Verwandte servieren möchtet, müsst ihr das, wenn es wirklich durchgefroren ist, nochmal eine halbe Stunde vorher rausstellen, im Kühlschrank oder einen kühlen Tag raus. Und dann würde ich das anschließend erst servieren, weil nach der 20-minütigen Antauzeit, wie soll ich sagen, kristallisieren sich diese ganzen Eiskristalle wieder ein bisschen zurück. Also es wird dann wieder ein bisschen fluffiger wie das hier. Ja, und das ist einfach nur mega lecker. Und ich habe am Anfang gedacht, die 200 Gramm Zucker sind zu viel, aber das schmeckt man gar nicht mehr. Und ich schmecke einfach nur noch mal nach Milchschnitte hier. Und wenn ihr das noch milchschnittig haben wollt, könnt ihr natürlich noch was dazugeben. Aber ich finde, 3 Stück reichen voll und ganz. Und es ist echt richtig lecker. Jetzt fülle ich das, wie gesagt, um. Und ja, dann sind wir schon fertig. Und das war es dann auch schon wieder. Ihr habt gesehen, dieses Milchschnitte-Eis ist super einfach zu machen. Einfach alles nur pürieren und dann gebt ihm in die Eismaschine. Oder eben macht halt die Kaltschalen-Rührmethode, die ich euch mal gezeigt habe. Dazu bitte einfach mal das Limetten-Eis anschauen. Ja, schickt mir eure Fotos auf Instagram mit dem Hashtag natürlich lecker. Und dann bin ich raus. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.